Matchbox-Autos, eine Eisenbahn, Schaukeln, ein Maltisch, ein Bällebad, ein Klettergerüst mit Rutsche, eine Bobbycar-Rennstrecke, kurz, das hier ist ein wahres Kinderspieleparadies. Perfekt für den Winter, wenn man wenig Lust auf Matsch und Kälte auf den normalen Spielplätzen hat. Organisiert haben den Winterspielplatz Eltern aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Böblingen. Wir haben viele Kinder hier in dieser Gemeinde und von uns Eltern war es uns einfach irgendwann selbst ein Anliegen, wo kann man sich im Winter treffen mit Kindern, mit noch anderen Familien, was macht oder wo kann man Spaß haben, wo kann man in angenehmer Atmosphäre einfach zusammen sein? Die Antwort: in der Kirche. Normalerweise werden in diesem Raum Gottesdienste gefeiert. Jetzt wird er immer mittwochs zum Spielplatz umfunktioniert. Praktisch, das Café Lichtwerk ist gleich mit dabei, für Verpflegung und Getränke ist also gesorgt. Aber wo kommen eigentlich die ganzen Spielgeräte her? Durch Spenden von der Gemeinde, da haben wir die größeren Sachen angeschafft. Aber tatsächlich haben ganz viele Eltern ihre Bobbycars zur Verfügung gestellt. Einfach als Leihgabe ist es gedacht. Auch die Schaukeln kommen von zu Hause, die Slackline. Also es ist wirklich durch diese Elterninitiative, jeder bringt die Spielgeräte, die er hat, mit. Und dann haben wir die für die Zeit hier und nachdem der Winterspielplatz zu Ende ist, nimmt man die wieder mit nach Hause. Das Angebot ist für alle gedacht, nicht nur für Gemeindemitglieder. Und gratis. Lediglich Spenden werden gerne genommen. Wie kommt das bei den Eltern an? Ja, was will man so im Winter machen? Auf die normalen Spielplätze, ja, ist ein bisschen zu kalt und von daher ist ein super Angebot, ja. Dass die Kleinen was zu tun haben. Also ich bin heute das erste Mal hier und finde das eigentlich super, dass sowas halt angeboten wird, weil dann können die Eltern ja auch was unternehmen und gleichzeitig auch die Kinder. Und würde mich eigentlich freuen, weil das öfter angeboten wird und an mehreren Tagen angeboten wird und nicht nur an einem Nachmittag. Ich finde auch gut, dass für Kinder verschiedenen Alters was angeboten wird. Also da können manche schaukeln, andere können schon malen. Die Größeren malen ganz gerne und daher ist eine gute Kombination einfach so. Der Winterspielplatz in Böblingen ist noch den ganzen Februar immer mittwochs nachmittags geöffnet. Wem es draußen zu kalt und zu nass ist, der ist herzlich willkommen.